Wenn alles jetzt nach Plan laufen sollte, dann wird Tobi also 100% auftauchen. Hallo Freunde, willkommen zurück zur YouTuber-Insel und ich kann es gar nicht glauben, wie viele krasse Theorien ihr unten in die Kommentare geschrieben habt bezüglich des Rätsels vom Unheil 0, Leute. Ich bin selber so gehypt, wir werden gleich mit Itachi darüber reden und wer weiß, vielleicht finden wir heute endlich die Lösung und wenn ich die Lösung heute finden sollte, dann wird der Titel stimmen, denn ich werde dann wahrscheinlich irgendwas mit Lösung im Titel reinschreiben, Leute. Und dann werdet ihr auch wissen, dass wir 100% irgendeinen Weg gefunden haben, das Portal aufzumachen. Deshalb, Leute, lasst einen saftigen Like da, aktiviert die Glocke und ich muss sagen, Freunde, das YouTuber-Insel 1 Buch ist draußen. Endlich. Davor hieß es ja die ganze Zeit, Leute, ihr könnt es vorbestellen. Das wird irgendwann ankommen. Aber nein, Freunde, wenn ihr noch zu Ostern ein Geschenk haben wollt, dann müsst ihr gucken. Vielleicht kommt das sogar rechtzeitig an. Also checkt gerne mal Amazon ab, Leute, unten in der Videobeschreibung. Und jetzt gehen wir rein und gucken, ob Itachi da ist. Hallo? Hallo? Itachi, bin ich pünktlich? Bro. Was hast du denn hier? Bro, nein! Tut mir leid. Schon draußen. Nein! Er ist schon draußen, Bro, den sehen wir nie wieder. Komm, oh, der rein. Arme Junge. Wie hieß er? Bro, es tut mir leid, dass wegen mir deine Fähre rausgegangen ist. Jefferson. Nein. Ja, der Arme. Jefferson. Bro, wie viele Feen hast du? Das habe ich ja noch nie gesehen. Bro, die waren alle draußen. Ich muss die alle wieder einfangen, weil irgendjemand die Bescheid hat. Check mal nicht warum. Aber das ist schon eh krass, dass du überhaupt welche hast. Also ich habe noch keinen anderen YouTuber gesehen, der welche gesammelt hat. Und vor allem, du hast nicht nur einen. Ich wollte auch damals mir einen holen, aber ich dachte mir, nee, dieser Aufwand ist zu krank und deshalb habe ich das nicht gemacht. Aber du hast ja so übertrieben viele. Aber Bro, ist ja auch egal. Erstmal mega krass, dass du so viele Feen hast. Ich würde mal sagen, wir müssen jetzt direkt das Rätsel lösen, Bro. Ey, ich habe keine Energie mehr. Wir müssen langsam herausfinden, was das ist. Hast du schon weitere Theorien gefarmt und gesammelt und keine Ahnung was? Bro, ich habe ein bisschen nachgedacht, aber mir ist wirklich nichts eingefallen. Ich bin dir ehrlich. Ich habe nämlich einige Theorien, Bro. Guck mal, das Ding ist, du hast es doch selber auch erwähnt. Du hast doch über die Köpfe geredet. Lass uns mal direkt dahin fliegen. Lass uns mal dahin fliegen. Und ich habe echt nämlich das Gefühl, hast du einen Kopf bei dir? Lass uns erstmal zum Portal und dann schauen wir weiter. Leute, es haben so viele Leute gesagt, ey, Freunde, ihr müsst mit den Köpfen arbeiten. Ihr müsst die Köpfe droppen. Und genau das werden wir hoffentlich gleich tun. Ich werde gleich aus meiner Endertruhe irgendeinen Kopf oder so rausholen, Leute. Und dann werden wir höchstwahrscheinlich dort einen Kopf droppen und dann gucken wir mal, was passiert. Denn ich habe nämlich bei Tridan was Besonderes gesehen. Wenn wir Glück haben, ist Tobi da und wird dann dementsprechend und auch uns antworten. Komm, sollen wir reingehen? Bist du ready? Lass rein, Bro. Let's go. Okay, Itachi. Was geht? Also, mein Freund. Und zwar... hast du eine Enderkiste? Ja, aber die kann man hier nicht platzieren, Bro. Die kann man hier gar nicht platzieren. Dann müssen wir doch eventuell... raus. Nein, nicht ein Höllenkrieger direkt wieder. Ja, wir sind gerade dabei, die Lösung herauszufinden. Und ich sag dir, du wirst uns nicht davon abhalten, okay? Nein, ich will die Lösung wissen, du Lauchbruder, Alter. Warum redest du jetzt wieder so? Was haben wir dir getan? Ey, Mann, ihr stresst mich doch schon direkt an, Mann. Ihr wollt mir hier von der Lösung nichts sagen. Guck mal, das Ding ist, deine Leute haben mich gestern angegriffen und die wollten unser Buch klauen. Das Buch, was wir neu gefunden hatten. Itachi, hast du es eigentlich dabei? Ja, natürlich habe ich das. Was für ein Buch, Alter? Hat dir dein Alpha-Clan oder die Höllenkrieger, haben die dir das nicht mitgeteilt? Nein, ich habe davon nichts mitbekommen. Was für ein Buch, jetzt sag mal. Guck mal, das Ding ist, immerhin redest du ja normal mit uns. Deine komischen Leute haben uns bedroht und haben gesagt, du musst uns das Buch geben. Natürlich geben wir dann euch das Buch nicht. Aber wenn du ganz lieb fragst, dann können wir dir das Buch auch geben. Ganz lieb fragen, Alter. Willst du mich jetzt dazu zwingen, oder wie? Ja, musst du wissen. Entweder arbeiten wir hier zusammen und versuchen, das Geheimnis zu lösen. Ja, okay. Ja, könnt ihr mir bitte das Buch geben? Guck mal, wie er sich überwinden muss, Leute. Chicken Wing. Bro, ich habe gerade rausgehört, wie er sich überwinden musste. Ja, so mit richtig Krampf. Er hat das so richtig krampfhaft gesagt. Ey, ich habe doch nur Spaß gemacht, yo. Mal Entschuldigung. Es war nicht Krampf, ey. Ja, ey, komm, wir müssen eh zusammenarbeiten. Gib ihm einfach das Buch. Und wenn du fertig gelesen hast, komm dann mit raus. Gib ihm das, oder? Ja, wir können ihm schon vertrauen, Itachi. Boah. Außerdem, wir haben ja eh Screenshots von dem, was im Text steht. Stimmt auch. Ja, komm raus, weil ich muss mal Itachi was erzählen. Lies dir das und dann komm einfach rüber, ja? Okay, ich lese hier, Alter. Bro, ich habe eine Idee. Wir können doch eventuell seinen Kopf benutzen. Er ist doch relativ oft draufgegangen. Wir gucken mal, was er sagt. Ansonsten entweder, das wäre eigentlich auch ekelhaft, ne, wenn wir ihn rauslocken und ihn dann angreifen und seinen Kopf nehmen. Bro, aber das Ding ist, lass uns mal, ja, das würde der Alpha-Clan und die Höllenkrieger machen. Ja, ja. Lass uns mal mit ihm darüber reden. Das Ding ist, ich will gucken, was passiert, wenn wir Kirus Kopf nehmen und diesen Kopf dahin schmeißen. Weil Tridan hat das auch schon gemacht. Und wenn wir Glück haben, wird Tobi auftauchen. Weil
Da ist er. Keine Idee. Kiro, komm mal her. Hey, yo, yo. Und hast du irgendwas identifizieren können aus dem Text? Du bist doch so schlau, oder nicht? Ja, ja, also ich muss das noch ein bisschen analysieren, dann mit meinen Höllenkriegern, weißt du? Ja, mit deinen Höllenkriegern. Ja, ach so, jetzt willst du das denen doch das Buch geben, oder was? Nein, ich lese es denen nur vor, ich behalte es. Ehrlich. Itachi, sollen wir ihm das Buch wirklich geben? Soll er das Buch ausgeliehen bekommen von uns? Ich sag euch ganz ehrlich, also die Screenshots habe ich so oder so gemacht, aber ich will, dass die mir halt glauben, weißt du? Okay. Brosio, wenn ich brauche ja Beweise. Sollte, so. Ey, gib mir dein Christmas Wonders in, Digga. Chicken Wing hat sowieso Angst vor mir. Chicken Wing. Guck mal, ich sag dir ehrlich, wir können dich jetzt angreifen und dir das Buch wieder zurücknehmen. Oder wir machen das so. Yeah. Wir können jetzt gemeinsam zusammenarbeiten. Wir haben nämlich vielleicht einen Hinweis herausgefunden. Weil, guck mal, das ganze Buch basiert sich auf Wissen, auf Gedanken, auf Kreativität. Und überleg mal, richtig. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Wir waren in diesem geheimen Raum, wo die Null war. Und da drinnen war ein Kopf, ein Skelettenkopf. Vielleicht ist das ein Hinweis, dass irgendwie die Köpfe dafür benutzt werden müssen. Deshalb, wir machen dir jetzt einen Vorschlag, Kiro, weil du schon oft draufgegangen bist. Ich bin zum Beispiel noch nicht draufgegangen. Mein Kopf ist leider noch nicht im Umlauf. Also, was heißt leider? Im Sinne von leider für dich meine ich das halt, ne? Bald schon, Alter. Du wirst uns deinen Kopf ausleihen. Kriegen wir das hin? Also, willst du mir gerade drohen damit, oder wie? Nee, ich sag nur, komm, du kannst sogar selber deinen Kopf droppen. Hast du deinen Kopf gerade bei dir? Bro, ich hab ihn dabei. Ja, okay, dann komm mal mit, wir droppen jetzt deinen Kopf vor dem Portal. Weil bis jetzt haben wir das alle nie gemacht. Was passiert, wenn man den Kopf vor dem Portal hinschmeißt? Lass mal gucken, ob dann was passiert. Okay. Leute, wenn alles jetzt nach Plan läuft, dann müsste Tobi auftauchen. Wenn alles jetzt nach Plan laufen sollte, dann wird Tobi 100% auftauchen. Also vor der Wand oder hier? Also hier. Okay, warte. Davor. Ja, versuch das mal mittig oder so zu machen. Oder vielleicht doch direkt davor. Nee, mach das mal vielleicht mittig hier einfach. Warte. Also ich hab hier meinen Kopf in der Hand. Könnt ihr den alle sehen? Ja, wir sehen deinen Kopf. Ja. Ich schwör, guck mal, richtig hübsch, Alter. Ja, du hast schon zweimal deinen Kopf im Winter, das ne? Das schickste Chicken der Welt. Chicken-Kopf Larry mit seiner pinken Mütze, Junge, aus dem Höllenkrieg-Clan. Mann! You, Junge! Okay, also mittig, sagst du. Bist du bereit, deinen Kopf zu verlieren? Ich bin bereit. Hab ich schon verloren, Alter. Okay, 3, 2, 1. Oh mein Gott. Was ist jetzt passiert? Oh mein Gott. Tobi ist da. Denkt ihr immer noch, es wäre so einfach? Ja. Hat Tridan euch nichts gesagt, oder was? Ich hab genau bei Tridan in seinem Video gesehen, dass genau das gleiche passiert ist. Und dann dachte ich mir, vielleicht tauchst du auf und erzählst uns eigentlich einen neuen Hinweis, vielleicht, Herr Tobi. Ich hab gesagt, ich gebe euch keine Hinweise. Das stimmt, aber vielleicht kannst du so ein Auge zudrücken. Apropos Auge, dein Auge wird gefühlt immer größer und neben dir sind ganz viele andere Augen. Sieht gut. Okay, gut geworden, alles gut, nichts mehr, Alter. Alles gut, bevor ich hier gleich meinen Totem verliere, ich bin leise. Alles gut, Tobi, du hast gesagt, du hilfst uns nicht. Das reicht schon. Du hast doch immer gesagt, Lukas ist der Schlüssel. Ja, Jungs. Also, hä? Lass es mal rausgehen. Lass es mal rausgehen. Wo ist Lukas, Alter? Du hast doch noch einen Kopf, oder? Hast du eine Ender-Chest dabei? Ich hab den jetzt nicht hier. Ja, Itachi hat einen Kopf. Sollen wir mal mit Lukas wirklich reden? Kann ihn jemand von euch mal anschreiben und sagen, dass er herkommen soll? Am besten du, Itachi. Ich sollte das, glaube ich, bei nicht bei dir machen, wird Alter. Das safe nicht kommen. Ja, bei mir denkt er, ist eine Falle, Digga. Hühnchenkopf, Larry. Ey, du Lauchbruder. Hast ja doch eine sympathische Seite, wenn man doch mit dir zusammenarbeiten kann. Ey, Kuma, ganz ehrlich, ich sag dir ganz ehrlich, ich hab einfach keinen Bock, dass die YouTuber-Insel kaputt geht. Ja, jetzt auf einmal, wenn ich... Nein, guck mal, es ist von Anfang an schon so gewesen. Ich hab ehrlich keinen Bock, dass die YouTuber-Insel kaputt geht. Lukas! Okay. Das ging ja schneller als erwartet. Guck mal, Lukas. Junge, du bist die deutsche Post. Wir hören dich nicht, wenn du reden solltest. Bist du wieder komplett gemutet. Ich war gerade da vorne beim Portal, deswegen, keine Ahnung, was macht ihr hier? Lukas, es wird langsam Zeit, dass du wirklich mit uns Tacheles redest, okay? Wieso? Ja. Also, du bist der Ex-Admin oder? Gewesen, versuch nachzudenken. Was hat es mit den Köpfen auf sich? Wie mit den Köpfen? Was meinst du mit Köpfen? Es muss was mit den Köpfen zusammenhängen. Guck mal, wir haben jetzt gerade einen Kopf. Mit welchen Köpfen denn überhaupt? Wir haben einen Kopf gerade von Kiro gedroppt. Tridan hat das gemacht. In diesem Buch steht irgendwas mit Kreativität und Wissen und Bibliothek. Das kann doch nur was mit den Köpfen zusammenhängen. Und damals hast du auch immer gesagt, sammelt alle Köpfe, dann passiert irgendwas. Ja, aber das gibt doch keinen Schlüssel als Belohnung.
Aber Tobi hat gesagt, wir sollen mit dir sprechen. Also was weißt du? Itachi, was komm mal her, Itachi, komm mal her. Hiro, du kannst ja weiterhin versuchen, von Lukas die Antworten rauszupatschen. Ja, ich prügel dich Antwort aus. Welche Antwort überhaupt? Ja, sag doch jetzt. Ja, Bro. Tobi kann doch Bro, ich hab irgendwie das Gefühl, er will uns irgendwas verheimlichen. Vielleicht will er irgendwas verhindern, was wirklich ganz, ganz schlimm ist auf der Insel. Du musst dir das so vorstellen, Bro. Ich bin mir jetzt wirklich nach diesen ganzen Aktionen zu 100% sicher. Es ist irgendwas mit diesen Köpfen. Hast du selber auch gesagt, Bro. Und das Ding ist, ja, du hast auch immer auch die Aussagen, die du gedroppt hast, die waren immer fast alle, beziehungsweise die waren alle richtig, Digga. Ja. Du wirkst gerade auch nicht, so traurig. Bro, ich weiß nicht, was wir machen sollen, weil... Vielleicht müssen wir die Köpfe irgendwo anders droppen. Irgendwo anders, ja, aber wohin? Er meinte, es macht keinen Sinn. Er meinte doch die ganze... Also Tobi meinte selber, so leicht macht er uns das nicht. Was ist denn damit gemeint? Lass uns wieder zu Lukas hingehen. Gleichgewicht, vielleicht brauchen wir wirklich... Wir sollen mit dir reden. Das hat er gesagt. Ja, was soll ich euch denn sagen? Ich hab Tridan genau das gleiche gesagt. Irgendwas weißt du. Du verarschst uns doch die ganze Zeit schon. Aber was soll ich denn wissen? Sag mir, was ich wissen soll. Ihr sagt mir, ich soll irgendwas wissen, aber bezüglich was soll ich jetzt wissen? Du weißt, wie das Tor aufgeht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Sag ich jetzt einfach. Ich bin davon überzeugt. Ich weiß es nicht. Du oh mein Gott. Oder du weißt, was auf uns zukommt und du weißt, dass die Insel... Das weiß ich auch nicht. Riley weiß das nicht mehr als ich. Ich weiß wirklich nicht. Wir müssen kurz mal einiges zusammenfassen. Ich mute mich mal ganz kurz komplett. Leute, wir sind in diesen Raum reingegangen, haben dieses Buch gefunden. Also ich bin mir, wie gesagt, zu 100% sicher, es muss was mit den Köpfen zusammenhängen. Aber dieser eine Raum, wir hatten doch diese Köpfe in diesen Nullen. Und deshalb, es muss so sein, dass wir diese Köpfe in diese Null platzieren müssen. Oh mein Gott, Leute. Warum bin ich nicht früher drauf gekommen? Er kommt immer aufs Ergebnis. Ja, keine Ahnung, was das Ergebnis ist. Also kannst du mir bitte einen Gefallen tun? Hä? Kannst du mir deinen Kopf geben? Ja, Bro, habt ihr eine Ender Chest? Ich hab noch eine in meiner Ender Chest. Habt ihr eine dabei? Kannst du die platzieren? Ja. Aha, was hast du vor, Bro? Ja, sag mal. Ja. Nimm mal den Kopf raus. Ah. Ja, okay. Hier, guck. Das ist ein bisschen. So, hier. Wenn das jetzt richtig sein sollte, dann. Wird vielleicht Tobi auftauchen und uns das bestätigen können. Was meinst du denn? Ja, wollen wir nicht einfach mal alle gemeinsam dahin gehen? Weil er meinte, ihr sollt mich fragen. Wenn ich aber dabei bin, während ihr den Kopf droppt, weil dann kann er ja nicht sagen, ich soll zu euch gehen. Bleib mal hier, bleib mal hier. Ja, soll ich nicht mitkommen? Also bei uns meine ich, ja. Ach so. Ich habe nämlich eine andere Idee. Jungs, ich will nicht zu viel verraten. Ihr müsst selber drauf kommen. Versucht mal zu überlegen. Itachi, du müsstest doch eigentlich drauf kommen. Bro, ich habe das gerade schon den Zuschauern erzählt. Vielleicht, Bro, also ich glaube... Es könnte was mit dieser Null hier auf sich haben. Habe ich recht? Bro, Lukas, kannst du das auch bestätigen? Bitte bestätige das. Das ist was mit der Null zu tun hat? Bro, wegen diesem Ding da. Weißt du noch, als wir in diesem Geheimraum waren? Ja, danke, Bro. Genau. Was haben wir da gesehen? Kopf. Köpfe. Vielleicht müssen wir auch Skelett. Probier das mal bitte aus. Was denn? Ich check gar nicht, was ihr meint. Drop dein Kopf hier. Einfach ein Portal. Droppen? Setzen geht doch nicht, oder? Hä? Aber der verschwindet. Oh mein Gott. Geklappt. Es geht. Okay. Hast du das gehört? Warte mal. Was? Kiro, let's go, Junge. Oh mein Gott. Kommt. Kommt das jetzt nochmal? Nee. Ich glaube, eins passt jetzt. Es ist einmal aktiviert schon. Hä, krass. Dann brauchen wir einfach nur alle Köpfe. Bro. Oder halt eine gewisse Anzahl von der Null. Dass wir einfach hier alles mit Köpfen voll machen drumherum, oder was? 6, 7, 8, 9. 9 Leute. Es sind gerade genau nur 4 Leute anwesend. Habt ihr noch Köpfe? Grüne Neune. Nee. Jungs, wir müssen Leute, alle... das ist die letzte Möglichkeit. Alles andere macht keinen Sinn. Wir müssen wirklich... Oh, also ich glaube, wir müssen wirklich alle zusammentrommeln und alle Köpfe sammeln. Oh mein Gott. Ey, aber, ich muss hier ausnahmsweise aber das sind 10. Wer hat 9 gesagt? Wer von euch ist ein Mathe-Genie? Also 9 fehlen noch. Aber insgesamt 10 brauchen wir. Aber Moment mal. 10 Stück. 10, vielleicht zählt 11, das Äußere aber 12, auch dazu, 13, 14, weil wir sind ja viel, viel mehr 16, auf der 17, Insel. 18, 19, 9, kommt sogar hin, wir waren sogar letztes Mal 19. Ja. Du hast 20 oder so. Also ihr meint auch hier aber Obsidian? 1, 2, 3, 4. Ich glaube, das Obsidian zählt auch, das war doch nicht, 12, 13, das war doch nicht 14, immer nein, schon hier. Das war noch mit anderen Block. Sicher auch das, sind 20, mein... das sind 20 Slots hier drumherum. Warte mal. Mit dem Obsidian. Waren wir 20 oder 19 letztes Mal? Bro, ich hab nicht mitgezählt, um ehrlich zu sein. Jungs, wir waren wirklich 20.
Ach du Grün, doch, mit Flo kam noch als letzter dazu. Stimmt. Oh mein Gott, Leute. Ich check's. Jeder muss sich also einmal opfern. Das ist so perfekt einfach abgestimmt worden von... Bro, Tobi ist ein Genie. Leute, dieser Typ ist ein Brain. Als ob er genau kalkuliert hat. Ey, ich komme nicht drauf klar. Von Anfang an, diese 7, seitdem diese 7 am Start ist, ist alles einfach von ihm geplant gewesen. Von Anfang an bis zu dem jetzigen Zeitpunkt. Checkt ihr das? Ich sag es nochmal, ihr checkt ihr jetzt. Wenn das die Lösung ist, was hat das mit mir zu tun? Er wollte, dass ihr mich beschuldigt oder irgendwas macht. Wie sollte ich denn darauf kommen? Ihr seid ja doch jetzt drauf gekommen, oder nicht? Vielleicht seid ihr deswegen überhaupt ins Grübeln gekommen. Bro, überleg doch mal. Wer hat das, Alter? Tobi! Vielleicht bist du wirklich einfach vergesslich, Lukas. Hä? Überleg doch mal, was man eigentlich mit den Köpfen machen sollte, ursprünglich. Essen mit den Köpfen? Und wo die Burg ist. Oh mein Gott. Sag, was weißt du? Lukas. Ihr wisst das noch nicht, aber... Oh nein. Sag jetzt! Die ganze Zeit so offensichtlich. Weißt doch noch am Anfang der YouTuber-Insel. Es gab eine richtig geringe Chance, dass sein Kopf gedroppt ist. Richtig. Bevor das Ganze mit den Pistons gegangen ist. Und da hat doch irgendwer am Anfang irgendwie... Du hattest, glaube ich, sogar Stanis Kopf bekommen, oder nicht? Oder irgendwer hatte den auf jeden Fall. So richtig gering bekommen. Amir war der Erste, der seinen Kopf verloren hatte. Stani war der Erste, der diesen Kopf bekommen hatte. Und damals hieß es ja, man kriegt irgend so ein besonderes Item. Ja, niemand genau. Hatte es zu dem Zeitpunkt geschafft. Sogar bis zu dem jetzigen Zeitpunkt hat niemand geschafft, alle Köpfe zu sammeln. Und es war immer die Frage danach, was die Belohnung dahinter ist. Und ich habe die ganze Zeit nicht dran gedacht, weil die Belohnung was ganz anderes war. Ich schätze mal, die was steht immer noch, die Belohnung. Aber es war kein Schlüssel oder irgendwie irgendwas, ein Weg zum Portal oder sowas. Ich weiß nicht. Prinzipiell kann ich es ja jetzt sagen, oder nicht? Prinzipiell kann ich ja jetzt sagen, was die Lösung davon ist. Deswegen, das hat doch nichts mit dem zu tun. Sag, was war die Belohnung, Digga? Was? Also, Sue, du weißt doch, dass der Alpha-Clan, also die Höllenkrieger jetzt, glaube ich, dass sie so bestimmte Effekte haben, oder? Ja. Aber das ist erst alles durch die Höllenkrieger und durch Tobi gekommen. Das eigentliche Ziel, wenn man alle Köpfe bekommen hatte, ist, dass man durchgängig Totem-Effekte hat und OP-Goldäpfel-Effekte hat. Das heißt Regeneration und Absorption und noch so Stärke. Also das heißt, so eine Art Talisman oder was? Genau, so ein Talisman, den man durchgehend hat. Sterblichkeit. Oh mein Gott. Aha. Das ist die eigentliche Belohnung, wenn man alle Köpfe hat. Deswegen, ich verstehe nicht, was Tobi jetzt damit hat, dass ich darauf kommen sollte, dass man alle Köpfe hier hin platzieren muss. Okay, halten wir mal ganz vielleicht kurz fest. Vielleicht mehr Unsterblichkeit. Ich bin mir sicher, nein, ich bin mir ganz sicher, dass das umprogrammiert worden ist. Das heißt, wenn man alle Köpfe jetzt sammeln würde, dann würde man kein Talisman bekommen, sondern... Warte mal, Sue, ich weiß jetzt, warum hier. Hä? Weißt du, was hier vorher war, Sue? Bevor die Burg hier war. Der Nullpunkt. Guck mal nach draußen. Weißt du, was hier war? Der Nullpunkt. Wie? Der Spawner. Der Spawn, wo ihr alle hier gestartet habt. Oh mein Gott. Das ist auch gedacht als Einlösung für alle Köpfe. Das war der Ort, wo ihr alle Köpfe einlösen solltet. Aber es ist ja jetzt die Burg und nicht mehr der Spawn. Deswegen bin ich nicht drauf gekommen. Deswegen weißt du es eigentlich die ganze Zeit schon. Oh mein Gott. Ich wusste, ich hab vergessen, dass das hier der Spawn ist. Check dir das, ja, diese ganze ja YouTuber-Insel. Was ist also, das? Ja, jetzt macht alles einen Sinn. Dieses ganze es macht Projekt, alles wieder einen Sinn. Dieser rote Faden, das ist ja wirklich schon... Ich checke das nicht. Darum bist du so oder so immer die Lösung gewesen. Das heißt, wir brauchen einfach alle Köpfe oder was? Jungs, ich bin gerade baff. Es macht doch keinen Sinn, dass dieser rote Faden von Anfang an bis jetzt einfach perfekt war. Wie krank ist das? Oh mein Gott. Das heißt, dass ich im zweiten Unheil dazugekommen bin, war einfach auch nur Teil des Puzzles. Das heißt, das war auch Plan einfach nur, dass du dazukommst. Boah, mein Kopf explodiert Jungs, gleich, ich schwöre, mein Gott. Wir sind wirklich alle irgendwelche Bauern auf einem Spielbrett von Tobi gewesen. Ich bin sowas von benutzt, Alter. Holy shit. Ich bin ein Springer. Jetzt ist die Frage, was machen wir? Spielen wir da noch weiter mit oder brechen wir das ab und bringen ihn nicht, diese Köpfe? Was passiert dann? Bro, stell dir vor, er bekommt Unsterblichkeit, wenn wir alle Köpfe hier sammeln. Ja, und er hat das ganz vielleicht programmiert. Und dann können wir ihn wieder essen oder so wegnehmen. Er ist der Admin. Er kann doch alles machen. Ja, aber wir ihn niemals wieder Admin wegnehmen oder vielleicht so. Vielleicht kriegt er Rechte wieder oder so nicht. Wir müssen es ausprobieren eigentlich. Hä? Was war das für ein Sound? Was war das? Ich hab nichts gehört. Das war so ein Beacon-Sound. Ja. Ich hab nichts gehört. Hä? Bro, putz mal deine Ohren, Alter. Ja, egal. Nee. Ich glaube, das war eh nur irgendein Bug oder sowas, keine Ahnung. Aber das heißt, wir brauchen alle Köpfe,
Aber doch nicht alle, oder? Da dran, Mann. Weil es sind doch längst mehr als 20 Leute auf der YouTuber-Insel. Oder waren zumindest. Weil, wenn man die ganzen alten Leute dazu berechnet. Es sind ja einige Köpfe im Umlauf, deswegen vielleicht müssen wir die auch alle einsammeln. Ja. 20 so, ich glaube zum Beispiel Ente hat zum Beispiel Banks Kopf und sowas. Und es macht ja auch alles Sinn, Hugh. Warum ich das wissen hätte sollen, was das hier überhaupt ist, der Spawn, was richtig. Es mit den Köpfen auf sich hat. Nur die Belohnung richtig. Macht keinen Sinn. Vielleicht hat Pubi ein kleines Detail im Code geändert, sodass die Belohnung sich geändert hat. Dass die Belohnung einfach der Schlüssel für diesen Raum ist. Das geht Ding einfach ist, das Tor auf. Das ist das, was ich auch glaube. Ich glaube, man bekommt keine Items mehr. Jetzt ist halt, wie gesagt, die Frage, was passiert, wenn wir wirklich bei diesem Spiel mitmachen? Ist es vielleicht nicht schlauer, weil Ryan hat das auch schon die ganze Zeit gesagt. Vielleicht ist es sogar schlauer, dass wir dieses Portal nicht öffnen. Denn auch in den Kommentaren wird oft ganz oft geschrieben, Zu, alles basierte immer auf Entscheidungen. Das ist ja dann dementsprechend unsere Entscheidung, ob wir quasi da reingehen wollen oder nicht. Richtig. Aber vielleicht ist auch die Entscheidung, ob wir unseren Kopf opfern wollen oder nicht. Vielleicht ist dahinter irgendwie eine Lösung. Ich check das nicht mehr. Ist auch die Lösung hinter. Ich check doch einfach mal ab. Mein Kopf warum ist am explodieren. Das? Mach ich hier Schule machen, oder was? Studiere ich hier die YouTuber-Insel oder wenn was? Wenn wir es nicht besiegen, dann ist die YouTuber-Insel dahin. Aber was ist, wenn wir es besiegen? Genauso wie die allen anderen Unheile. Wir haben bisher jedes Unheil besiegt. Jedes ja, haben wir schon, geschafft. Digga, schon, aber weißt du, es ist so 50-50 Chance. Entweder es passiert irgendwas Krasses oder wir haben dann einfach nur wieder Krieg, so wie davor. Oder die Insel geht einfach kaputt. Warum wollen wir dieses Monster freilassen? Wozu? Wieso freilassen? Wir besiegen es. Wir lassen es nicht frei. Wir besiegen es. Ein kleiner Vorgeschmack. Ich sag euch, es ist mir egal, was ihr denkt. Wir machen das. Scheiß drauf, was Bro, ich will aber nicht meinen Kopf abgeben. Machtsüchtig oder so? Warum bist du unbedingt wieder Admin? Ey, Jungs, ihr dürft doch nicht vergessen. Guck mal, Itachis Kopf war noch nie im Umlauf. Mein Kopf auch noch nicht. Und das Ding ist, das kommt auch noch dazu. Vielleicht wollen wir das gar nicht. Ja, aber das Ding ist, für was? Was für ein Opfer bringen wir denn? Also, wie gesagt, wir wissen doch noch nicht mal, ob das positiv oder negativ ist. Ja, deswegen, ich bin mir auch unsicher, dass... Bro, wir müssen das auf jeden Fall mit allen erstmal besprechen. Also ich bin mir jetzt sicher, wir brauchen mindestens 9 weitere. Dann kommt halt noch dazu, entweder haben wir das mit 9 dann geschafft oder Obsidian müsste auch nochmal aufgefüllt werden. Und so wie ich vor allem kenne, jetzt mittlerweile, bin ich mir sicher, dass das sich auf alle beziehen muss. Es macht keinen Sinn, wenn nur einfach 8-9 Leute ihre Köpfe opfern und dann irgendwas aufgeht. Nein. Vielleicht müssen die auch auf diese weißen Blöcke, die stärksten auf diesem Server oder die am krassesten da sind und außen die nicht mehr da sind. Aber denn, du meinst nach außen die schwächsten oder wie? Ja, dann müsste es so sein. Ich hab gesagt, die nicht mehr da sind. Itachi, komm mal mit. Ich kann die nicht abbauen. Oh Mann, ey, das ist wirklich so kompliziert. Man kann die nicht mehr abbauen. Also, Bro, ich hab echt das Gefühl, man muss hier studiert haben. Also wir studieren gerade YouTuber-Insel. Verstehst du das? Jeden Tag ein Rätsel. Ich bin echt gespannt, ob die Zuschauer vor allem auch so langsam mittlerweile auch die ganzen Rätsel verstehen und hinterherkommen. Weil langsam ist das so übertrieben kompliziert. Also wirklich, dafür musst du studiert haben. Chat, deshalb, ich sage euch ehrlich, versteht ihr alles? Also wenn ja, dann geil. Ansonsten schreibt mal nein, aber ich denke schon, dass man das alles versteht, oder? So wie wir das auch jedes Mal erklären. Müssen den anderen unbedingt alles erzählen. Glaub schon. Ja, dann könnt ihr ja schon mal allen anderen erzählen gehen. Ich sag dir ganz ehrlich, ich werde Timmy auch zur Vernunft bringen. Ja, ich bin ja seine rechte Hand. Auf mich hört er am meisten. Das heißt, die Höllenkrieger werden auf mich hören. Jetzt, wo er heiratet und heiraten wird. Nein, nicht zur Vernunft. Ich werde zu ihm sagen, hey, chill. Das ist ja ganz komisch alles, aber okay. Nein, hör mir zu, ich schaff das. Okay, Hühnchenkopf-Level. Wenn ein Opfer bringen muss, so wie du, dass er seinen Kopf an diese Wand da klatschen muss, ich werde ihn dazu bringen können, also ich dass sag er mal so mitmacht. Platzier mal bitte nochmal die Endertruhe, Itachi. Auf ihre. Kommt dir das bekannt vor, Mr. Hühnchenkopf? Ey! Ja, du hast ja Timmys Kopf? Wo hast du den her? Weißt du nicht, als ich das Unheilschwert benutzt hatte? Ich habe doch ein Schwert gehabt und doch, das stimmt. Gegen benutzt. Ah, Digga, dieses ja, Versuchungs- das heißt, es war doch nicht umsonst. Oh ja, mein Gott, also Timmys Kopf. Ey, aber was ist, wenn... Guck mal, was ist, wenn wir nicht einfach nur die Köpfe dahin platzieren müssen, sondern jeder seinen eigenen Kopf dahin platzieren muss? Weil nur bei mir hat es dieses Geräusch gegeben, als ich meinen Kopf platziert habe. Das ist auch eine sehr gute Theorie, Kibo. Ich glaube, vielleicht bringt es gar nichts, dass du Timmys Kopf hast. Du bist doch nicht so doof, wie ich mir das vorgestellt habe. Alter, so ist das hier. Das war echt schlau, was du gesagt hast. Dann bringt das gar nichts. Deswegen musst du deinen eigenen Kopf besorgen. Jeder muss dir seinen eigenen Kopf mal einmal besorgen. Ach, Leute, ich muss mal mit die Tasche reden, weil... Das Ding ist, ich kann mir genau vorstellen, dass er das gar nicht machen will. Itachi, das willst du gar nicht machen, oder? Ich will meinen Kopf nicht aufgeben, warum sollte ich? Ja, ich auch nicht. Und deshalb keine Ahnung, ob das schlau ist, Bro.
Lukas? Man muss sagen, Lukas hat auf ihre mir schon mal seinen Kopf gegeben. Ich habe ihm noch Tridan gegeben, aber der ist weg wieder. Ja, größten Respekt. Jetzt soll ich noch mal meinen Kopf geben, oder was? Klar, irgendwie ist das auch Demütigung, aber wir müssen halt gucken. Ich weiß echt nicht. Ich würde, glaube ich, den Chat fragen, was deren Meinung ist. Weil ich habe wirklich noch nie meinen Kopf verloren und jetzt einfach zu riskieren, dass mein Kopf dorthin platziert wird und wirklich dann mein Kopf vielleicht sogar im Umlauf sein wird. So, ich weiß nicht, ob das schön ist. Bro, das ist mein Stolz, der Kopf. Ich will den nicht aufgeben, hä? Ja, aber nur weil du jetzt das... Du möchtest nicht in diesen Raum. Du möchtest nicht wissen, was dahinter ist. Bro, warum die Lösung sehen? Du willst sie nicht sehen. Ich kann hier mein Leben hier noch leben. Entscheidungen. Vielleicht ist das eine negative Entscheidung, wenn dieses Portal aufgeht für die ganze YouTuber-Insel. Vergiss das nicht, Lukas. Es ist nicht immer alles positiv. Er hat doch gesagt Vorgeschmack. Vielleicht verarscht er uns. Ja, vielleicht verarscht er uns. Ich würde nicht sagen, dass er uns verarscht. Tobi ist kein Mensch. Er sagt Vorgeschmack und wir Operatorrechte. Wenn ihr dagegen seid, ganz ehrlich. Ihr gönnt mir das nicht. Safe, ihr gönnt mir das Lukas, nicht. Warum sollte ich dir das nicht gönnen? Wenn ihr eure Köpfe nicht abgibt, dann werde ich mir Sicherheit holen morgen. Oha. Er ist in meinem Clan und sagt mir so etwas, das werden wir noch sehen. Bro, also das Ding ist, ich kann mir vorstellen, dass er jetzt vielleicht ein bisschen sauer ist wegen diesen ganzen Ereignissen, die gerade passiert sind. Vor allem, weil er auch so viel Druck von uns einbekommen hat und wir gesagt haben, ey, Lukas, du musst das wissen. Also ich nehme ihm das auch nicht übel, aber ich kann mir schon vorstellen, sein letzter Satz, dass er uns unser Kopf holen wird, dass vielleicht nicht er das machen wird, sondern andere wirklich dann ein Auge auf uns werfen und unser Kopf holen wollen. Ich weiß nicht, Bro. Bro, ich weiß es nicht. Ich glaube, ich gehe später eh nochmal live. Weil Leute, ich werde wahrscheinlich die 1 Million gleich packen heute und deshalb, ihr müsst unten in die Kommentare wirklich gleich reinschreiben, was Sache ist, ob ich wirklich diesen Kopf von mir holen soll, ob Itachi auch den Kopf holen soll und ob wir unsere Köpfe weggeben sollen oder nicht. Und deshalb, wir sehen uns später im Livestream. Itachi, bist du auch dabei? Ich bin natürlich dabei, Bro. Die 1 Million. Die 1 Million. Okay, Freunde, da würde ich mal sagen, schreibt unten eure Meinung in die Kommentare rein. Wir sehen uns später. Gegen 17, 18 Uhr werde ich den Livestream starten. Dann werden wir die 1 Million Abonnenten auf YouTube packen, Leute. Oh mein Gott, wir sehen uns. Haut rein. Danke für alles. Ich glaub's ja selber nicht. Und ja, bin heil null. Oh oh.